Egal ob Streamen von Filmen und Serien oder der sichere Austausch großer Datenmengen, jeder will schnelles Internet und sichere Cloud-Dienste. Sind wir privat im Netz unterwegs, streben wir für uns die besten Bedingungen an. Besonders spürt man die stets wachsende Nachfrage nach stabilem Internet aber in der Wirtschaft. Durch die digitale Transformation wird eine zusätzliche Wirtschaftsleistung von 500 Milliarden Euro jährlich erwartet. Um den Anforderungen der Wirtschaft von morgen gerecht zu werden, braucht es eine digitale Infrastruktur, die diese Geschwindigkeit und Stabilität ohne Probleme liefern kann. Klar brauchen wir in jedem Haushalt einen Breitbandanschluss. Und vor allem leistungsfähige Rechenzentren, denn die bieten die Speicherkapazität, die für die digitale Transformation unserer Wirtschaft gebraucht wird. Heute gibt es in Deutschland bereits über 50.000 Rechenzentren mit sehr unterschiedlichen Rechenleistungen. Die größten von ihnen nutzen eine Fläche von bis zu 60.000 Quadratmeter. Und wir profitieren auch davon. Rechenzentren und deren Umfeld schaffen hochmoderne Arbeitsplätze. Über 200.000 Menschen sind hier bereits beschäftigt. In 2016 haben Firmen knapp 1 Milliarde Euro neu investiert, um die Infrastruktur weiterzuentwickeln. Das entspricht einem Investitionszuwachs um 10% gegenüber dem Vorjahr. Mit der wachsenden Anzahl an Rechenzentren wächst auch der Energiebedarf. Dieser lag bereits 2016 bei über 12 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Das entspricht über 2% des deutschen Strombedarfs. Deshalb spielt das Thema Energieeffizienz eine wichtige Rolle. Die deutschen Rechenzentren gehören weltweit zu den energieeffizientesten. Es gibt aber noch Luft nach oben. Apropos oben. Große Betreiber sind durch bessere Auslastungsquoten sehr viel effizienter als kleine Rechenzentren. Bei einem Wechsel zum Cloud Computing sparen Unternehmen über 80% Strom im Vergleich zur selbstständig betriebenen lokalen Infrastruktur. Eine verbesserte Energieeffizienz senkt die Betriebskosten und der geringere Energieverbrauch führt zu einem geringeren CO2-Ausstoß. Rechenzentren von Cloud-Anbietern sind also die nachhaltige und klimafreundliche Option. Und es gibt weitere Ideen zum Thema Nachhaltigkeit. Die Abwärme von Rechenzentren kann sinnvoll genutzt werden, zum Beispiel zum Beheizen angrenzender Bürogebäude oder durch den Anschluss an Nah- oder Fernwärmenetze. Wären Lösungen und Investitionen in Energieeffizienz und Abwärmenutzung staatlich gefördert, würden Unternehmen Klimaschutz und Nachhaltigkeit nicht ausschließlich aus gemeingesellschaftlicher Verantwortung vorantreiben, sondern als wirtschaftliches Ziel verstehen. Die Branche treibt die Digitalisierung in Deutschland voran und hat dabei auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit vor Augen. Arbeiten Wirtschaft und Politik hier zusammen, bleibt der Standort Deutschland attraktiv und zukunftsfähig. Und das Internet ein sicherer Ort für superschnellen Datenverkehr, sei es zur privaten oder auch wirtschaftlichen Nutzung.